Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mark Hoxie und ich bin YouTuber von dem Kanal IG Metal Rock. So, wir befinden uns hier an der Schlösserbrücke, wie wir hier im Hintergrund sehen können. Und wir gehen jetzt hier einmal die Treppen rauf und gucken uns mal an, wie viele Schlösser da sind, was da für Namen draufstehen und wie viele Schlösser da oben hängen. In dem Fall, hoch geht's. Gar nicht so sicher, ich weiß ja nicht. Aber tatsächlich, da ist nichts drin. Was? Okay, willkommen zum Unboxen. Heute haben wir einen Karton. Wir haben nichts. Fake Unboxing. Das Unboxing von Luft. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Meine IG Metal Rock Wurzelchakra-Fähigkeit hat mich im Stich gelassen. Deswegen. Mal gucken. Was da drin ist? Ah ja, guck mal hier. Ein längeres LAN-Kabel. Juhu, LAN-Kabel. Also es ist eine amerikanische Sitcom und da wohnt der Sohn im Keller. Und die Sitcom ist aus den 80ern. Und der Typ, der sagt, Pick! Ich habe deine Mutter nicht gesehen, ich bin blind. Und um was? Da geht es um Fische in Form eines Stabs, die man mampfen tut. Und es geht um ein Tier, das im Wald lebt und ich war zu schlecht. Nee. Ja, also, Johnson. Wir haben wieder eine Mission. Wir haben ein weiteres Angriff. Mission Impossible. Die Frage ist, was hier drin ist. Außer Papier. Ach, Jungs, wie kommen wir hier wieder raus? Wir sind hier irgendwie umzingelt. Ja, genau. Ja, umzingelt von Bäumen. Gut, da hoch. Da hoch. Never ever. Ich nicht. Du? Aber ist der einzige Weg. Ich jetzt. Du? Ne, bin ich bescheuert. Ja, ich auch nicht. Ja, du also, schon. Ja, aber nicht so bescheuert. Ja, so bescheuert auch nicht. Ne. Nee. Kameramann? Die Frage. Ja, okay, tschüss. Laut. Unser Fleisch wird wieder lebendig. Dann sind wir hier. Dankeschön. Ich esse. Und der Fisch. Was? Ich kann, wir sollen jetzt hier alles, ja, hier haben wir einen Karton, ja, genau. Haben wir noch einen Karton, haben wir noch einen, ja, Karton. Das ist doch perfekt. Ja, das ist typisch IG Metal Rock. Ich stelle mir was vor, der fällt irgendwo in den Wald. Schöner Wald, ja, das ist das. Genau. So, ich habe mich in eine Kluft geworfen. Ja, ihr könnt mal einmal raten, ob ihr es erratet, worum es denn geht. Ja, film mal bitte einmal runter, von oben nach unten. Also, ich finde das schon richtig geil. Weißt du, so als Rentner will ich mir, glaube ich, diesen hier als Gehstock holen. Hallo, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Es sieht
Das ist ja nicht so übel. Geht doch eigentlich. Das ist ein bisschen kurz, glaube ich, oder? Das ist L, also. Ich mache übrigens gerade eine wissenschaftliche Studie zur Größenanalyse von Chinesen und Deutschen. Deswegen auch die verschiedenen Größen hier. Und ich stelle fest, dass L in China nicht L ist, sondern eher mehr M bis SM. Also von der Größe. Aha. Okay. Ist das soweit klar? Ja, jetzt sind wir hier wieder in FN, jetzt gibt es wieder einen kleinen FN-Vlog und zwar sind wir... Oh, schau mal, ich habe nur Fahrräder im Kopf. So, wir können jetzt 4 Stunden, nee, 6 Stunden 34 filmen und ja, wir haben jetzt 12.10 Uhr, einen Tag vor der Dingens, vor der Tuning World und ich habe hier einmal noch aufgenommen bis jetzt gerade eben und gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht! Moin Moin Kinners, mein Name ist Mark Coxy und ich weiß nicht, ob der Tram auch schon eine Begrüßung gemacht hat, aber wir vloggen heute, es ist wieder Vlog-Time. Wir sehen mich auf meinem Fahrrad strampeln. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kochkanal Let's Cook. Mein Name ist Marco, das hier ist Lukas und wir werden heute ein bisschen kochen. Und zwar werden wir heute eine Miso-Schokolade machen. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Aichi Metal Rock. Und wir von Aichi Metal Rock sind nicht nur verrückt, sondern auch ziemlich harte Jungs. Und weil wir so hart sind, befinden wir uns in einem Sperrgebiet. Und zwar im militärischen Bereich. Sobald wir diese Schranke hier überqueren, befinden wir uns auf dem Weg nach Katzweil. So, hallo und herzlich willkommen an einem Donnerstag zur Gamescom. Schön hier zu sein. Wir haben hier einmal ein Rode Filmmaker Kit, deswegen können wir hier mal was Neues ausprobieren. Wir befinden uns hier in der Indie Area. Felix ist auch da und ich würde mal sagen, los geht's. Hallihallo, oh, herzlich willkommen zurück zu Oh Moment Breakpoint. Kannst du noch mal kurz starten? Ich habe auf die Null gewartet. Ja, nee, das habe ich eben auch nicht gesagt, Marco. Nee, also jetzt, nee. Nein, hast du. Ja, okay, nee. Gut, dann starte ich so und mach nochmal eine Begrüßung. Jetzt will ich nicht mehr. Nee. Ich geh einfach. Tschö. Ich sag dir, ich fang das jetzt nicht an hier, ne? Ich fang das nicht an. Was denn? Nee, so fange ich keine Folge an. Ich schon. Nee, ich nicht. Ich nicht. Ich hab's gleich. So, na, was hört sich das an? Marco auf der Toilette, jetzt live auf Twitch. Ab 22.15 Uhr. Nur für 18-Jährige. Und nach was sieht's aus? Genau das, wonach sich's anhört. Bier. Nee. Und wonach schmeckt's? Scheiße. Hä? So wie's aussieht. Apfelsaft. Ah. Der war geil. Die Schale. Weicher Kern. Viele Menschen bauen sich eine perfekte Fassade auf, um nicht erkennen zu lassen, wie es ihnen wirklich geht. Das kann aus Angst, Scham oder anderen Gefühlen passieren. In einem gewissen Maße hat das jeder. Und je besser man einen Menschen kennenlernt, desto weiter dringt man vor und kann hinter diese Fassade blicken. Die Fassade muss nicht zwingend falsch sein. Sie ist eher eine Art Schutzwall, die die Person davor schützt, verletzt zu werden, um nicht so angreifbar zu sein. Denn wenn man den weichen, verletzlichen Kern immer gleich zeigt, passiert es viel schneller, verletzt zu werden. Man blockt mit der Schale sozusagen alles ein wenig ab, dezimiert die Schmerzen.
die man vielleicht zugefügt bekommt. Wenn man zu sehr verletzt wird, die Fassade ist wie eine kleine Mauer, die vor Angriffen schützt, aber den Leuten das Tor öffnet, denen man vertraut. Bei einigen Menschen ist diese Fassade sehr ausgeprägt, weil sie viele verdrängen und irgendwann gar nicht mehr wissen, was vor und hinter der Fassade noch zu finden ist. Ab diesem Punkt wird es für andere auch schwierig, an die Person heranzukommen. Ich kenne das. Ich stecke in der gleichen Lage. Ich ganz persönlich zeige mich auch der Außenwelt mit einem harten Kern, um mich zu schützen. Es ist mir auch schon passiert, dass ich so verletzt wurde, dass ich mich vollkommen änderte. Ich wollte derjenige sein mit einem weichen Kern. Aber eine Schale, die härter ist als Panzerglas, um mich zu schützen. Ich habe mich einem Charakter angepasst, bei dem ich mich geborgen fühle. Diesen Charakter zeige ich der Außenwelt, um mit der Situation besser klarzukommen. Er gibt mir Sicherheit. Er schützt mich vor den Dingen, die ich nicht sehen möchte und die mich sehr, sehr, sehr stark verletzen. Es zeigt Wirkung. Wenn ich mich mental darauf konzentriere, den harten Mann zu spielen, bei dem alle Probleme einfach abblocken. Es funktioniert, aber nur für einen kleinen Moment. Es schützt mich und macht einen anderen Mensch aus mir, als ich bin. Warum? Wir fragen uns immer, warum? Warum ist das so? Warum muss das passieren? Aber warum tun wir das eigentlich? Wir können doch sowieso nichts daran ändern. Es ist von jedem die eigene Entscheidung. Doch im Grunde genommen machen wir uns dadurch doch noch mehr Sorgen. Warum können wir das da nicht abschalten? Wir sind doch dagegen. Warum? Diese Frage stellt sich jeder und niemand kann sie beantworten. Sie sehen, ein Marco in seiner Wildnis. Kannst du bitte überfahren? Nein, ihn! Wo ist er hin? Auf? Natürlich! Ciao, macht's gut! Alchemetal Rock!